Herr Wolf, denken Sie dran, 21.30 Uhr ja. Wieder hier, keine okay. Drogen, Schatz. Kein Alkohol. Nein, ist alles klar. Hey, wirklich, ne? Alles klar bei dir? Wie geht's dir? Ich bin so froh, endlich sind wir draußen mal. Ich habe mich so auf diesen Tag gefreut. Alles klar, und wie geht's dir, Clay? Es wird langsam anstrengender, aber alles gut. Hammer. Komm, lass losgehen. Was möchtest du machen? Ja, keine Ahnung, Spreeufer oder so. Was hast du vor? Gerne. Es ist dein Tag. Du darfst dir was Unser Tag. Das stimmt. Eis essen gehen, was trinken gehen. Wir können runter. Hallo! Hey! Stopp! Stopp! Hör auf! Hör auf! Stopp! Dirk! Dirk! Ich kann die Tür nicht aufmachen! Oh mein Gott! Scheiße. Wo ist das Handy? Oh, fuck. Hilfe! 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 Hallo, Frau Wolf. Was ist das denn für eine Geschichte? Ich grüße Sie. Gibt's schon irgendwas Neues? Nein, leider gar nichts. Kommen Sie bitte rein. Kommen Sie bitte. Nach Ihnen. Noch nichts Neues gehört? Überhaupt nicht. Ich mache mir solche Sorgen. Wir wollten uns einen schönen Tag machen und dann passiert das. Ja. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Wissen Sie, der wird vor meinen Augen entführt. Ich verstehe gar nicht, warum. Was wollte der Typ von ihm? Haben Sie denn erkannt, diesen Fahrer von diesem Lieferwagen? Nein. Kam der Ihnen bekannt vor? Haben Sie den schon mal gesehen? Gar nichts. Der war total vermummt. Ich habe keine Ahnung. Und ich dämliche Kuh hat mir noch nicht mal das Nummernschild gemerkt. Ja, da sollten Sie sich keinen Vorwurf machen. Das hätte ich in dieser Situation aber auch nicht geschafft. Das ist doch eine absolute Ausnahmesituation. Ja, ich weiß, aber wissen Sie, ich habe mich gefragt, ob der Typ vielleicht was... Ich meine, vielleicht hat er was mit dem Unfall zu tun, weswegen Dirk verhaftet wurde. Vielleicht gibt es irgendeinen Zusammenhang. Da einen Zusammenhang? Das ja, aber sehe ich sehr skeptisch. Wer sollte sonst sowas machen und warum? Ja. Das macht alles keinen Sinn. Ja, das stimmt. Da haben Sie völlig recht. Mein Handy klingelt gerade. Entschuldigen Sie mich. Ja, nein, machen Sie. Tina Wolf? Ja? Zurück? Okay. Ja. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich komme sofort. Und? Dirk ist zurück in der JVA? Das macht keinen Sinn. Geht's ihm gut? Ich weiß es nicht. Können wir bitte sofort dahin fahren? Ja, natürlich. Ich fahre Sie hin. Mit Ihrem Mann will ich aber auch mal sprechen. Herr Römer, hier bitte. Danke. Schatz. Herr Wolf. Da bist du ja. Alles klar. Oh, ich hab dich so vermisst. Geht's dir gut? Ja, na klar. Natürlich. Wie, na klar? Ja, mir geht's gut. Alles gut. Was hat der Typ dir angetan? Was wollte der von dir? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Nichts. Das ist wirklich, Schatz, mir geht's gut. Alles gut. Nichts? Das sah aber nicht nach nichts aus. Du wurdest vor meinen Augen entführt. Hallo? Ja, nee, ist ja nicht der Rede wert jetzt. Was genau war das denn? Was war das denn, wenn es nicht der Rede wert ist? Was genau war das? Das war ein Scherz. Scherz? Ja, da muss ich mich aber jetzt erstmal setzen. Ein Scherz von wem, Herr Wolf? Das war ein Scherz von einem guten Kumpel von mir. Welcher Kumpel würde denn bitte eine schwangere Frau zur Seite schubsen? Wer würde sowas machen? Wer entführt dich? Ja, hier gibt's halt im Knast andere Leute und die machen halt andere Sachen so. Ich glaub dir die Story nicht. Was soll das, Schatz? Herr Wolf, die glaube ich Ihnen auch nicht. Wer hat denn eine solche Art von Humor? Das muss so ein ganz, ganz merkwürdiges sein. Das ist aber nun mal wirklich so. Was soll ich denn machen? Wenn Sie in Schwierigkeiten stecken, dann sagen Sie mir das. Wir sind hier unter uns. Nein, es gibt keine Schwierigkeiten. Es war wirklich nur ein Scherz. Bitte, ich muss jetzt auch los. Okay, Baby? Es tut mir leid. Also, Schatz, bitte sag die Wahrheit. Ich muss los. Mach's gut, okay? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, du kannst doch nicht einfach abhauen. Sag doch wenigstens, was gewesen ist. Das war wirklich nichts, das war Sag doch die Scherz. Wahrheit, glaub, bitte. Wollen Sie zurück auf Zelle? Ja, ich will dann zurück. Wenn jemand zurück will er zurück. Kommen Sie. Ich glaube ihm auch kein Wort, natürlich. Ich komme, wir sprechen das draußen. Wir lassen Ihren Mann erstmal eine Nacht drüber schlafen. Morgen spreche ich nochmal mit ihm, vielleicht ist er dann kooperativer. Vielleicht sagt er mir dann, was los ist. Ich weiß es nicht. Okay, ja, vielen Dank. Ich wünsche es ihm aber. Ich denke, ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Vielleicht kann ich da ein bisschen runterkommen. Dirk Wolf ist mein Mandant seit 2,5 Jahren. Er ist verurteilt worden zu einer 3-jährigen Haftstrafe, weil er fahrlässig einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist.
Anderthalb Jahre seiner Haftstrafe hat er bereits abgesessen und ich bin gerade dabei, seine vorzeitige Entlassung in die Wege zu leiten. Er hat eine gute Sozialprognose. Es darf jetzt aber nichts schiefgehen. No heroes, villains, one to blame. Well, we'll do... Tina hat Dirk vor eineinhalb Jahren über ein Datingportal kennengelernt und sich schon bei ihrem ersten Besuchstermin in der JVA in ihn verliebt. Nur wenige Monate später hat das Paar geheiratet. Sehr zum Missfallen von Tinas Mutter Hilde Breuer. Sie sieht in dem 37-Jährigen nur einen Kriminellen. Mama, Dirk hat gerade voll die Show abgezogen. Ich verstehe das nicht. Als sei es denn das Normalste von der Welt, in einen Sprinter gezerrt und verschleppt zu werden. Der wollte nichts sagen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ja, ich kann dir sagen, was passiert ist. Dein werter Ehemann hat das nächste krumme Ding gedreht. Mama, Dirk ist kein Verbrecher, okay? Und warum sitzt der im Knast? Der ist in einen Unfall verwickelt worden, dabei ist jemand verstorben. Aber er hat mir das von Anfang an erzählt. Als wir uns im Internet kennengelernt haben, hat er gleich gesagt, was alles so gelaufen ist. Er war immer ehrlich zu mir, okay? Ich vertraue ihm, ich glaube ihm auch. Ja, aber ich sage dir mal eins, ihr kennt euch erst anderthalb Jahre. Das ist doch vollkommen egal. Er ist der Richtige für mich. Und eigentlich bin ich auch immer glücklich gewesen mit ihm. Denk an dein Baby. Ich denke an mein Baby. Und gerade deswegen bleibe ich mit ihm zusammen. Und ich vertraue ihm. Ich hau jetzt ab. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Was wird es denn jetzt? Ich habe keine Lust mehr auf deine Diskussion. Du bleib doch mal stehen. Nein, es reicht jetzt einfach. Du wolltest doch zum Essen bleiben. Ich hab hier Essen, danke. Ich habe keinen Appetit mehr. Tschüss. In drei Monaten bekommt Tina ihr Baby. Dirk wünscht sich nichts sehnlicher, als dann bei seiner Frau und seinem Kind zu sein. Bisher standen die Chancen auf eine frühzeitige Entlassung sehr gut. Doch die merkwürdige Entführung und seine plötzliche Heimlichtuerei machen Bernd Römer große Sorgen. Na denn. Danke. Tschüss. Hallo, Herr Wolf. Hallo. Grüß. Hallo. Haben Sie gut geschlafen? Ja, eigentlich ganz gut, Arbeiter. Ja, dann lass uns doch noch mal in Ruhe reden, bitte. Ich dachte, ich komme heute noch mal und wir reden noch mal über diese merkwürdige Geschichte von gestern, über diese Entführung. Ja, nee, ist auch nett, dass Sie noch mal nachfragen, aber da war wirklich nichts. Und wie oft soll ich Ihnen das jetzt noch sagen? Ihre Chancen auf vorzeitige Haftentlassung, die stehen verdammt gut im Moment. Also tun Sie mir einen Gefallen. Setzen Sie das nicht alles aufs Spiel, indem Sie sich jetzt in irgendwelche Schwierigkeiten hineinmanövrieren, bei denen ich Ihnen dann nicht mehr helfen kann. Ich habe doch gar nichts gemacht. Warum sagen Sie mir dann nicht die Wahrheit? Wenn Sie nichts gemacht haben, dann müssen Sie doch auch nicht lügen, oder? Nein. Also, was wollte der Fahrer von Ihnen, der Fahrer vom Sprinter? Will er Sie zu irgendwas drängen? Sollen Sie irgendwas machen? Der wollte gar nichts. Das war einfach nur ein Kumpel von mir. Der wollte nichts. Herr Wolf, in drei Monaten kommt Ihr Kind auf die Welt. Wir haben eine Chance, Sie dann draußen zu haben. Wir haben eine Chance. Verstehen Sie das? Sie können jetzt die Zukunft von sich selbst und Ihrer Familie in die Hand nehmen. Und Sie können da richtig was draus machen. Aber dann müssen Sie jetzt mitmachen und Sie müssen die Wahrheit sagen. Sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, also gut, okay. Ein Kumpel von mir wollte mir einen Job klar machen. Das ist ein Kumpel. Und der, wie gesagt, und diesen Job wollte ich annehmen und deswegen, ich wollte es Tina nicht sagen, weil es eine Überraschung sein sollte. Es geht um eine Jobsuche, Herr Wolf. Ja, das ist wichtig. Das müssen Sie mir natürlich auch sagen. Wenn Sie da eine Chance auf eine Festanstellung haben, dann erhöht das Ihre Sozialprognose, also verbessert Ihre Sozialprognose natürlich beträchtlich. Also dann erzählen Sie mal, um was für einen Job geht's denn und wie heißt der Kumpel? Warum sage ich Ihnen das alles, wenn Sie mir sowieso nicht glauben? Weil es Bullshit ist, Herr Wolf, und das wissen Sie genauso gut wie ich. Ihre Ehefrau, im sechsten Monat schwanger, ist tätlich angegriffen worden. Da hätte was passieren können. Sie sind in diesen Wagen gezerrt worden. Und jetzt erzählen Sie mir, das Ganze wäre der wundervolle Beginn einer Jobsuche gewesen, oder was? Das ist doch kompletter Unsinn. Auch in Zeiten von Hartz IV, so sucht sich niemand einen Job. Auch Sie nicht, Herr Wolf. Wenn das eine Überraschung für Ihre Frau sein sollte, warum haben Sie mir das nicht schon längst gesagt? Wollten Sie mich auch überraschen? Wann hat sich das denn ergeben, diese Jobchance? Das war ziemlich kurzfristig, deswegen wollte ich da auch gleich zuschlagen, wissen Sie? Und deswegen habe ich auch nichts gesagt. Kann ich denn jetzt auch gehen? Ja, Herr Wolf, ich kann Sie zu nichts zwingen. Ich kann Sie zu nichts zwingen. Sie haben Ihr Leben gerade selber in der Hand.
Denken Sie dran. Und wenn was ist, dann sind Sie Bescheid. Okay? Ja. Würde gern zurück wieder. Jo. Ich kenne Herrn Wolf jetzt seit geraumer Zeit und er war immer aufrichtig und ehrlich zu mir. Wenn er jetzt auf einmal so eine lächerliche Geschichte von wegen Jobsucher aus dem Hut zaubert, um diese Entführung zu erklären, dann kann das nur einen Grund haben. Er wird unter Druck gesetzt. Er steckt in Schwierigkeiten. Ich werde mal versuchen, etwas rauszufinden, indem ich mit dem Justizvollzugsbeamten spreche, denn der hat ja vielleicht doch irgendwas mitbekommen. Herr Fink! Hallo. Ach, Herr Römer. Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Ist es nicht ganz uneigennützig, wenn Sie 5 Minuten Zeit hätten? Dann ja. Können Sie auch gerne in Feierabend. Kein Ding. Danke. Können wir machen. Wo müssen Sie lang? Da lang? Ja. Begleite ich Sie gerne. Herr Fink, ich muss mit Ihnen noch mal kurz sprechen. Es geht um meinen Mandanten, den Herrn Wolf. Ich mache mir da ein bisschen Sorge. Und ich wollte Sie noch mal fragen, ist Ihnen nicht doch möglicherweise irgendetwas aufgefallen, was ihn angeht in der letzten Zeit? Sein Verhalten, das Verhalten anderer, hat er dann neue Freunde, wenn man das so nennen kann, hier im Knast? Oder hat sich im Tagesablauf was geändert? Also bisher an sich nicht. Er ist ganz normal, um 9 Uhr fängt er an in der Kfz-Elektrik. Er ist ja unser Kfz-Elektriker. Ja. Ist zuverlässig und pünktlich und ansonsten ist mir auch nicht zu Ohren gekommen. Und an ihm selbst, an seinem Verhalten? Ja, an sich ist es so, dass er in letzter Zeit nicht mehr der gleiche ist. Also er ist nicht mehr zu Scherzen aufgelegt. Er ist ein sehr flapsiger Typ und ist auch relativ beliebt bei den anderen Mitgefangenen. Ja. Aber in den letzten Tagen zieht er sich immer mehr zurück. Das heißt, irgendwas bedrückt ihn wahrscheinlich, oder? Na, jetzt, wo Sie das so genau sagen, fällt mir ein, der ist gestern gar nicht rausgegangen zur Freizeit auf dem Hof. Der ist nicht aus seiner Zelle gekommen? Nee, der wollte nicht an der Freizeit teilnehmen. Ich wollte ihn rausholen und da hat er zu mir gesagt, er möchte auf Zelle bleiben. War ich ein bisschen verwundert an sich. Hat er möglicherweise Angst vor irgendjemandem? Wie, was soll das heißen? Das weiß ich nicht, aber gerade wenn Sie sagen, er ist eigentlich ein netter Typ, er kommt mit allen Leuten klar. Dann macht ihn das vielleicht auch zum sehr leichten Opfer. Und irgendeiner von den Jungs versucht, den für irgendwas zu benutzen. Das kann ich mir vorstellen. Das könnte gut sein. Also ich will jetzt nicht zu viel spekulieren. Ich weiß es noch nicht, wie es ist. Deshalb, bevor ich hier irgendwas in die Welt setze, nur eine einzige Bitte. Können Sie ein Auge auf den haben? Wenn Sie irgendwas merken, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn sich da irgendwas ändert, würden Sie mir Bescheid sagen. Sie wissen doch, Herr Römer, ich helfe Ihnen gern. Jederzeit. Herr Finke, ganz herzlichen Dank. Ja, ich muss genießen Sie den Feierabend. Danke, tschüss. In Absprache mit Tina hat Bernd Römer den Privatdetektiv Ronny Bauer beauftragt, Dirk bei seinem nächsten Ausgang zu beschatten. 2 Tage später beobachtet der Detektiv, wie Dirk telefonisch ein Treffen vereinbart. Der Privatermittler informiert den Juristen und gemeinsam wollen sie das Gespräch nun mithören. Sie sagen mal Bescheid, wenn es losgeht. Hi. Hey. Mein Name ist Carsten. Carsten Uhl. Hi. Hi. Ich habe den Bewährungskampf mal mitgebracht. Ich habe einen LKW-Führerschein. Das trifft sich ja gut. Sie haben 10 Jahre Berufserfahrung. Ich habe die letzten 2-3 Monate beim Speditionsunternehmen Gemüse und Obst abgeholt aus Spanien. Was erzählt er da, Mann? Ja, das ist kein LKW-Fahrer. Darf ich Ihnen auch was vertreten? Ein Cappuccino bitte. Dankeschön. Mein Mandant ist selbstständiger Elektriker. Ja, ich habe was erlebt. Als solcher auch gearbeitet bis zum Morgen noch hier. Zeit ist nicht möglich. Also, Sie könnten sofort anfangen hier wirklich. Ja, lieber gestern als morgen. Okay? Das trifft sich ja gut. Der sitzt im Dann steht von meiner Seite aus eine Zusammenarbeit nicht zu wege. Haben Sie noch Fragen? Ja, so 2-3 Sachen hätte ich noch. Ich hole noch meinen Notizblock raus. Ich meine Ausschleier. Ja, ich vergesse noch die Hälfte. Also ich hätte da so 2-3 Fragen. Also werden die Touren von einem Fahrer alleine gefahren? In der Regel ja. Also die meisten Kunden sitzen in Berlin im Umland. Da sind die Fahrzeiten entsprechend kurz. Okay, also sind es mehrere Touren an einem Tag sozusagen? Meistens ja. Das ist absurd. Also praktisch variieren da die Arbeitszeit und Routen je nach Tag und Kunden- und Einsatzbereich. Richtig, richtig. Mhm, genau. Ja, dann habe ich eigentlich auch nur noch eine Frage. Okay. Wo wird die Neuware abgeholt? Am Flughafen oder am Containerhafen. Aber einmal, Dankeschön. Aber einmal im Monat muss der Fahrer auch ins Ausland und Ware von der Sphinx GmbH abholen. Perfekt. Dann wäre es das eigentlich auch schon. Können Sie mir noch sagen, wie spät es ist? Natürlich. 2:15. Oh, so spät schon? Es tut mir leid, ich muss wirklich los. Nicht, dass es jetzt schlecht rüberkommt oder so. Nein, nein, okay, wir sind durch. Ja. Ich melde mich einfach später nochmal. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Gespräch. Es ist nicht 5:15, es ist 11:05, Herr Wolf. Den knöpfe ich mir mal vor. Haben Sie hier
Wir wollen Sie ja nicht verbrennen, wa? Würden Sie das übernehmen? Setzen Sie es auf die Rechnung, sind ja Spesen. Danke. Herr Wolf! Herr Römer, ey. Nee, Herr Wolf. Was war das denn? Können Sie mir das mal eben sagen? Können Sie mir das mal gerade eben sagen, bitte? Was machen Sie denn hier? Spielen Sie mir nach, oder was? Ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage, die sich stellt. Die Frage der Fragen ist, was machen Sie denn hier? Was haben Sie da im Café gemacht? Sie haben doch gerade den Spediteur das Blaue vom Himmel heruntergelogen, richtig? Herr Wolf, ich erkenne Sie nicht wieder. Seit 2,5 Jahren kenne ich Sie. Und auf einmal, in den letzten paar Tagen, haben Sie sich um 180 Grad gedreht. Und ich möchte Sie bitten, mir jetzt endlich zu sagen, was eigentlich Sache ist. Können Sie sich nicht einfach mal aus meinen Angelegenheiten raushalten? Wollen Sie mir das Mandat entziehen? Ich versuche gerade alles dafür zu tun, dass Sie vorzeitig aus der Haft entlassen werden, damit Sie mit Ihrer Frau zusammenkommen können, damit Sie vielleicht sogar die Geburt Ihres Kindes mitbekommen. Und Sie torpedieren das. Hören Sie zu, wenn ich was für Sie tun soll, dann müssen Sie ehrlich zu mir sein. Das ist unabdingbar. Es ist absolut unabdingbar. Ja, das... Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mir einen Job suchen will, weil ich Tina und mein Baby nach dem Ausgang oder wenn ich rauskomme, endlich besser versorgen kann. Sie sind Elektriker. Was erzählen Sie denen denn da? Ich weiß. Hören Sie zu. Sie haben alles dafür getan, Sie selbst auch, um mit Ihrer Frau draußen ein normales Leben führen zu können, so schnell wie möglich. Und auf einmal setzen Sie alles das aufs Spiel und ich will wissen, warum. Werden Sie bedroht, sollen Sie hier während Ihres Ausgangs Dinge tun, die Sie nicht tun wollen. Herr Wolf, ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen mir sagen, was Sache ist. Niemand kann mir helfen. Ist so. Ich muss jetzt auch erstmal los, Herr Römer. Ja? Ich habe meine Frau, die reißt mir den Kopf ab. Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht, Herr Wolf. Fast hätte ich meinen Mandanten so weit gehabt. Fast hätte mir gesagt, was hier wirklich los ist. Aber dann hat er sich doch nicht getraut. Er hat zu viel Angst. Er wird zu stark unter Druck gesetzt. Und ich fürchte, er soll dazu gebracht werden, sich wirklich hier die Finger schmutzig zu machen. Und das wird seine vorzeitige Haftentlassung gefährden. Und das muss ich verhindern. Am anderen Ende der Stadt wartet Tina bereits auf Dirk. Denn heute wird das Paar von der Frauenärztin Dr. Petrova erfahren, welches Geschlecht ihr Baby hat. Für Tina ist das ein ganz besonderer Moment, den sie mit Dirk teilen wollte. Schade, dass Dirk jetzt nicht gekommen ist. Naja. Ich hab dir ja gesagt, auf den ist nicht verlassen. Mama, hör auf damit. Ey. Ich habe extra den Termin verschoben, damit er dabei sein kann. Ja, ich will ja auch nicht immer damit wieder anfangen, aber vielleicht... Ja, dann lass es doch auch einfach. Ja, naja, wahrscheinlich hat sich irgendein Kumpel wieder in spaßhalber den Lieferwagen eingesperrt. Das ist völliger Blödsinn. Ich habe ihm extra angeboten, dass ich ihn abhole. Er wollte das nicht. Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen, dass irgendwas passiert ist. Ja, was soll schon passiert sein? Ja, nicht, dass schon wieder irgendwas ist. Ja, der wird dich sitzen lassen. Glaub mir das, ja? Früher oder später. Es reicht. Ja, gut. Ich höre jetzt langsam auf, okay. Ja, das ist langsam echt genug. Das ist für Sie. Super, danke schön. Schauen Sie sich das hier wohl aus. Oh, oh ja. So, oh, sie ist so hübsch. Ja, die Pfötchen. Oh, alles schon die da. Die Pfötchen. Naja, die Händchen. Ich bin total Sag mal die glücklich. Lang. Oh, schön. Guck, das sieht so aus, als ob sie tatsächlich gerade nuckeln würde, oder? Beziehungsweise die Hand da oben. Ja, sieht schon so aus, als wenn die nuckelt. Ja, sie sind ständig in Bewegung. Oh, toll. Süß. Meine Enkeltochter. Oh, schön. Oh Mann, ich finde es so schade, dass Dirk nicht gekommen ist. Ja. Naja, vielleicht doch. Oh, ein Wunder ist geschehen. Schatz, du bist ja doch da. Hallo. Dass du spät gekommen bist. Ja. Darf ich vorstellen? Deine Tochter? Nein. Ist ein Mädchen? Ja. Krass, Digga. Cool. Süß, oder? Da kann ich ja ganz viele Töpfchen machen. Ja, so wie bei Ihnen. Ja, alles klar. Guck mal, ist sie nicht hübsch? Ja. Wunderschön. Ich finde, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Cool. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, nicht zu danken. Ja. Gerne, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja. Viel Glück wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Genießen Sie die Zeit. Wir werden das. Ja. So gut es geht. Dankeschön. Und ein bisschen früher kommen nächstes Mal, ja? Genau. Oh, ja. Nächstes Mal bist du pünktlich. Es tut mir echt leid. Tschüss, Bruder. Dankeschön, ja? Ja, Dankeschön. Tschüss, Jack noch. Tschüss. Hilde ist wütend auf Dirks Verspätung.
Die 58-Jährige war von Anfang an gegen die Beziehung mit dem Inhaftierten. Während Tina etwas aus der Apotheke besorgt, macht sie ihrem Ärger Luft. Wenn du meiner Tochter in irgendeiner Form etwas tust oder sie verletzt, ey, dann werde ich dir wirklich die Hölle heiß machen. Hilde, kannst du jetzt mal die Klappe halten, bitte? Ich muss meine Tochter und meine Enkeltochter beschützen. Ja, ist ja schön, du brauchst aber nicht mehr so einen Scheiß unterstellen. Ja, aber du bist einfach ein kriminelles Abschaum. Und ich wünsche mir einen vernünftigen Mann für meine Tochter. Ja? Was ist denn hier los? Alles in Ordnung, alles gut. Hast du alles gekriegt? Warum schreit ihr euch denn so an? Ja, nee, ist alles okay. Alles gut bei dir? Alles schicki? Ich mach mir eher um euch Sorgen. Mama, was ist denn los? Was soll denn das? Ja, ist schon gut. Ist schon gut? Ist schon in Ordnung. Okay, haben wir uns jetzt alle wieder lieb? Ja, ja. Wie du magst. Ja, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich meine, die ganzen Vorwürfe, ich bin halt nur mal, oder was heißt, bin. Ich muss in diesem Knast sitzen, um meine Strafe abzusitzen. Aber ich würde für Tina alles tun. Jetzt.